Moin, willkommen zurück bei TikTok.C. Heute im Minidrom OWL in Herford und schon viel gefahren. Ja, alles gut, viel gefahren schon und auch viel Finalläufe sind schon gefahren. Es kommt alles im Grunde nur noch einmal und dann ist hier auch Ende, aber ich kam bisher noch nicht zum Filmen und deswegen muss ich das jetzt machen, so mittendrin. Die Strecke nagelneu, alles neu gemacht, mit der zweiten Ebene. Es ist wirklich anspruchsvoll, es macht aber auch wirklich viel Spaß. Das hier wird eventuell, wenn der Preis stimmt, nochmal geändert. Und ansonsten alles vom Feinsten, macht wirklich Spaß. Hier hängt die ganze Zeit meine GoPro. Ich hoffe, ich kann die Aufnahmen benutzen, sonst wird das Video halt nie entstehen hier. Naja, wir gucken mal das Fahrerlager. Ich geh mal da rum. Mr. LMI und? Nix Name, keine Ahnung. Nix Name, nix Deutsch. Geht hier los. Guck mal weiter. Marcel, mach gut. Ja, wir sehen uns, bis denn. Tag. Wo steht das? Wo steht das? Worauf ich kotzen will? Das Bier? Wo steht S-Works? S-Works haben. S-Works haben. Guck mal, wer da ist, wer heute angereist ist und eine weiße Kappe hat. Deine Mütze ist dreckig, Digga. Oh, das sehen wieder Milliarden von Menschen. Das macht sich gerade so peinlich. Wer arbeitet, macht sich dreckig. Ja, stimmt. Wir sind die Brückentrolle, ne? Wir sind alles. Wir sind die, die unter die zweite Ebene krabbeln und alles heil machen. Hier mit Fabi seinen neuen, für ihn neuen, aber gebrauchten, ich mach mal Licht an, 4WD Schumacher. Komplett Riemen. Ich fummel die jetzt einfach hier rein. Fummel mal. Oh. Ja, das ist alles gut. Das ist, ja. Wir haben diese Flügel für uns entdeckt, weil die einfach nicht mehr kaputt gehen. Sind aber ein bisschen schwerer, aber nun ja. So, hier haben wir den nächsten Schumacher. 4WD. Mit einem schwarzen Flügel. Hier haben wir den nächsten Schumacher. 4WD. Mit einem klaren Flügel. Und das war es dann eigentlich schon mit den Schumachern. Ansonsten ist hier nur Yokomo, Asso oder X-Ray. Und hier zum Beispiel der X-Ray 2020. Der Besitzer vom X-Ray. Hier ist meine Ecke. Mit meinem Wagen, mit meinem Techno. Ja. Ja, bei mir läuft nicht so. Beziehungsweise die Qualis sind eher schlecht gelaufen. Und zwar die Qualis, ja, ziemlich schlecht. Das erste Quali bin ich wegen Defekten ausgefallen. Da ist bei mir der Radträger durchgebrochen. Das ist die Schwachstelle vom EB410.2. Da muss dringend ein Teil aus Alu kommen. Ganz dringend. Und ihr seht schon, es ist nicht sehr hell hier. Ich erleuchte hier alles in der Ecke. Ich bin im C-Finale. Und wenn ich es finde, da ist das C-Finale. Achso, das sind beide Zettel. Das erste C-Finale. Gut. Ja, mache ich mal ab. Dann sehen wir es vielleicht. Das erste C-Finale habe ich gewonnen. Das zweite C-Finale habe ich gewonnen. Das mag jetzt gar nicht so schlecht klingen. Ich muss das hier gleich wieder ranmachen. Ich mache das gleich. Das mag nicht so schlecht klingen, aber es ist halt nur das C-Finale. Ich habe gehofft, dass ich zumindest ins B-Finale komme. Nun ja. Aber wenn man mal guckt, was im B-Finale fährt. Ich brauche mal ein bisschen länger, um mich auf eine Strecke einzufahren. Fabian ist ja, wie gesagt, heute gekommen. Der kann das ein bisschen besser als ich, sehe ich gerade. Ein 16-0. Der hat abgekürzt. Der muss abgekürzt haben. Nun ja, aber hier, er hat nicht abgekürzt mit 15,99. Das ist schon sauber gefahren. Ja, ja, ja. Hier haben wir dann so die Chill-Out-Lounge in der Ecke. Es ist alles wirklich nicht sehr groß hier im Minidrom, aber dafür schön gemütlich.
Na? Hier sind die Pokale für heute. Spoiler, einer davon gehört schon mir, und zwar der in der Mitte, der da. Weil der Gewinner des C-Finales bekommt auch einen Pokal und, naja, C-Finale gewinnen und Pokal mitnehmen oder im B-Finale fahren, weiß ich nicht, was jetzt besser ist. Fürs Ego, ich glaube, das B-Finale fahren. Mit zumindest im B-Finale. Ah, egal. Ja. Ja, die Driftstrecke zeige ich auch nochmal. Da geht gleich schon das nächste Rennen los. Aber die GoPro lädt gerade, deswegen kann ich das nicht filmen. Ah ja, Helfer noch. So, hier ist die Driftecke. Das alles ist gerade ein bisschen dunkel hier, aber da hier die Koks sind schon wieder hier. Na Quatsch. Quatsch, Schnitt. Was? Ja, ich gehe mal wieder weg. Nehmen wir das Auto von Uli, den aktuellen Serpent Evo. Keine Ahnung, wie die Bezeichnung ganz genau ist, aber ist mir auch egal. Da ist er! Scheiße! Was hast du gemacht? Hast du gefummelt? Ja, kaputt gemacht? Ja, gib mir mal ein Vierkantholz. Oh nein, was ist das denn? Was hast du gemacht? Alles krumm! Bist du jetzt Grieche? Mach mal Setup! Ach ja, so, jetzt gucken wir noch mal kurz rein. Was ist mit dem Licht jetzt passiert? Scheißegal. So, jetzt fällt hier, glaube ich, das B-Finale Stock 2WD. Das geht eigentlich wesentlich schneller, aber nun ja. Ja. So, wir gucken jetzt mal in die Finalläufe und in die Qualifikationsläufe rein und dann melden wir uns mit dem Outro hier wieder. Ja, da sind wir jetzt hier bei mir auf dem Bildschirm, wie man sieht. Hallo, hallo. Leider konnte ich die Aufnahmen von der GoPro nicht verwenden. Hoppala. Auch meine GoPro, meine neue GoPro 8 hat immer noch Probleme, leichte Probleme mit, ja, ich sag mal, mittelmäßigen Lichtverhältnissen. Eine GoPro braucht einfach gute Lichtverhältnisse, sonst ist sie einfach, ja, nur schwer zu gebrauchen. Dennoch zeige ich das jetzt. Ich zeige A, B und C Finale. Fangen wir mit dem C Finale an, da wo ich gefahren bin, und zeige einmal so ein paar Sachen, sag was dazu und meine Meinung. Leider habe ich kein Outro mehr gefilmt, weswegen das jetzt auch nur Ausschnitte vom Rennen geben wird, von den drei Rennen, 4WD Modified, und dann gucken wir mal, was mir noch so zum Schluss einfällt. wir fangen jetzt hier an. Ich habe das C Finale schon vorbereitet. Da starte ich jetzt einfach mal. Das geht gleich los. Bisschen leiser. Hier links im Bild an der Steilkurve sehen wir Tim Dübel. Der hat das ganze Wochenende sowohl in 4WD Modified als auch in 2WD Modified dominiert und hat mal richtig gezeigt, was er kann. Und der kann. Man muss dazu sagen, Tim hat ein Handicap und was man vielleicht gesehen hat schon, ich möchte gar nicht näher darauf eingehen, und umso beachtlicher ist die Leistung, die er an den Tag legt. So, ich stehe jetzt hier vorne, der weiß-rote, weiß-schwarz-rote, einziger Techno vom Wochenende, und ja, das ist jetzt, glaube ich, das erste oder zweite? Ne, das ist das erste C-Finale. Ja. Konnte ich von Platz 1 aus starten. Platz 1 hat hier wirklich eine sehr gute Position, um hier wegzukommen. Platz 2 startet hier hinten. Da geht's noch, aber Platz 3 und 4 und 5 haben schon Probleme. Die müssen sich erst noch fürs Infield kämpfen, während Platz 1 schon ungefähr hier ist, dann am Ende der Geraden. Der hat dann nämlich schon einen ordentlichen Vorsprung. Platz 2 kann noch hinterherziehen, wenn er dann schnell genug auch durch die Steilkurve kommt. Ich möchte auch sagen, Platz 1 und 2, ich möchte fast sogar sagen, 2 hat einen besseren Punkt, weil ja, man muss hier schon viel Gas geben durch die Steilkurve, um
genug Druck zu haben, um sich durch die Steilkurve zu kämpfen. Die habe ich gerade einfach mal außen überholt gehabt. Da war mir, also, ja, ich wusste, dass ich gut durch das Finale kommen werde. Hab da auch relativ, ich sag mal, ein dominantes Fahrverhalten an den Tag gelegt. Das ist nun mal, wir sind im Rennen, wir sind im Wettbewerb. Und so fahre ich dann halt auch, wenn ich der Meinung bin, ich bin schneller, oder wenn ich weiß, ich bin schneller, nicht der Meinung, sondern ich weiß, ich bin schneller und kann mir das jetzt auch erlauben, dann mache ich das auch. Und dann mache ich das, ja. So, und da sind auch ein paar Überholmanöver von mir, wo ich sage, ja, jetzt sehen wir gerade, ich bin runtergefallen vom Table, da habe ich dann kurz angehalten, um einfach nicht zu sagen, bin ab und nicht, damit man nicht sagen kann, ich habe abgekürzt und bin gleich weitergefahren. Nein, ich halte da an und sage, nein, stopp, die Zeit, das ist nicht fair, wenn ich das mache, da hält man an und fährt dann, weiß ich, drei, vier, wahrscheinlich drei Sekunden später los, weil das kostet die Zeit rein. Mein großes Problem ist immer noch der Part hier hinten mit dem Ecktable und dem, ja, mit dem Steilsprung. Da verliere ich immer noch eine Menge Zeit. Und ja, ich habe noch Probleme, das richtig zu treffen mit der Tiefenwahrnehmung, weil der Fahrerstand ist leider nicht der allerhöchste. Und deswegen, ja, nun ja, es ist, fällt mir nicht so einfach, fällt mir nicht so leicht, ist für mich nicht so einfach. Immer wieder war ich auch zu schnell, wenn man hier sieht, oder habe den Winkel falsch angefahren, weil wenn man hier über die Gerade kommt, muss man rechts, so, oder sollte man rechts fahren. Damit man dann so zack links und dann ist, kommt man auch schneller durch. Aber kopftechnisch war das bei mir einfach nicht drin. Ich will Kurven immer eng fahren. Und ja, jetzt sieht man es hier wieder, ich fahre links. So, was passiert? Ich fahre hinten gegen die Wand und verliere 2-3 Sekunden, die einfach nicht hätten sein müssen. Das ist dann wieder so eine Runde, die, das ist eine 20er Runde, jetzt hier auch im Netz hängen geblieben. Das ist wahrscheinlich eine 24er Runde. Das ist einfach nicht notwendig gewesen. Aber dennoch, die neue Strecke im Minidrom, eine sehr, sehr schöne Strecke. Sehr, für einen Anfänger zu schwierig, möchte ich mal sagen. Also da müsste man erstmal mit einem 17,5er vielleicht fahren und gucken, dass man erstmal die Strecke kennenlernt, die Abläufe kennenlernt und vielleicht nicht gleich hier die zweite Ebene, die da neu hingebaut wurde, nicht die gleich im ganzen Sprung nimmt. Weil das ist nicht so einfach. Auch ich habe vielleicht jeden dritten Sprung, konnte ich, ich sag mal, drei Viertel der Ebene nehmen, der zweiten Ebene. Sonst bin ich auch immer nur bis zur Hälfte oder sogar gar nicht gesprungen, sondern je nachdem, je nach Verhältnissen, was anstand, bin ich normal rübergefahren, nicht großartig gesprungen. Da habe ich, hat man gerade gehört, da habe ich Tim außerdem in die Haxe gefahren, das war keine Absicht. Ja, und auch diesen Part hier, das Infield unter der Ebene, ist, kann man viel besser nehmen. Das werden wir gleich noch im anderen Finale sehen, bei den anderen Fahrern. Das kann ich eigentlich auch besser. Also es ist wirklich eine reine Kopfsache. Hier zum Beispiel hat man gesehen, man muss diesen Sprung hier hinten schon recht schräg nehmen, dass man eigentlich quasi leicht in diese Ecke rüber springt, hier landet und dann kommt man hier auch relativ schnell durch. Jetzt komme ich da hinten wieder. Weiter mal gucken, hier innen gefahren, war der Meinung, ich gehöre da vorbei, ich bin ja auch schon am Überrunden und nehme mir das Recht dann auch und fahre da durch. Ich mache kein unfaires Verhalten, ich prügel mich nicht da durch, sondern sage dominant, ich bin jetzt da, weil auch nicht jeder bekommt es mit, wenn jemand überrundet. Das ist ja nicht mehr so. So, auch hier ja, zu eng gefahren, habe aber noch Setup-technisch nachher noch was geändert gehabt, weswegen der war, oder was bewirkt hat, dass das Auto jetzt deutlich besser lenkt. Und ja, also ich engere, schnellere Kurven fahren kann. Das hat sich schon ganz gut entwickelt, jetzt auch am Wochenende das Auto. Ja, gut, machen wir hier zu. Das, also Spoiler, habe ich gewonnen. Dann mache ich mal das nächste auf. So, hier machen wir mal das das B-Finale. Oh ja, hallo.
Das bin ich. Ach ja. So. Ach ja, da liege ich unter der Brücke, weil auch ein Helfer unter der zweiten Ebene ist gar nicht so verkehrt, der die Autos mal schnell umdrehen kann. Steini war auch da, den kennen wir noch aus Eslo. Der war ehrenamtlicher Helfer, der war einfach mal so da und hat Helfer gemacht, war auch sehr hilfreich, vor allem weil es in manchen Gruppen halt nur vier Leute gab, die gefahren sind, und dann kriegt man 5-6 Helfer auf die Strecke, weil auch jeder am Schrauben ist oder Setup machen ist, das ist auch schwer. So, jetzt sehen wir das B-Finale, hier, upsala, dem orange-blauen, der gerade am Fliegen war, nee, der ist hier mit dem pinken, rot-pinken Flügel, das ist Fabian, vor ihm Dirk, und Fabian hat auch, ich sag mal, viele Setup-Tipps bekommen, oder hat ein Setup bekommen, und zwar von Marcel Schmidt. Der hat ihm das Auto super eingestellt. Fabi konnte das auch super umsetzen. Ich muss ja sagen, hat mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht im B-Finale gelandet bin. Ärgert mich auch immer noch ein bisschen, aber an mir. Ist dann so und fertig. Rundentechnisch konnte ich aber auch komischerweise nicht das abrufen, was andere abgerufen haben. Also mein bestes Rennen, die Finale sind wir 7 Minuten gefahren. Mein bestes Rennen oder meine beiden Finalläufe, die ich als erster abgeschnitten habe, sind mit 21 Runden beendet worden von mir. Und Fabian hat als, sag mal jetzt, ich glaube, das ist das Finale, was er als Vierter, beendet. Das hat er schon mit 22 Runden beendet. Also ich wäre auch 5. 6. gewesen hier. Gut, man kann nie sagen, was passiert während des Rennens, wer sich dreht, was man für Überholmanöver machen kann. Aber man sieht schon, Fabian kommt mit seinem Auto gerade aktuell besser klar. Oder mit der Strecke, sagen wir mal so. Und kommt hier hinten schon deutlich schneller durch, auch die Jungs hier. Man sieht das. Das funktioniert schon ganz gut. Vorne sehen wir nur den grünen X-Ray 2020 und jetzt X4 2020. Das gucken wir uns einmal an jetzt hier, wie der gleich durchs Infield fährt. Ich habe das immer von hier unten gesehen. Das sieht Wahnsinn aus, wie schnell der Wagen links, rechts lenken kann. Zack, zack und rum. Das sieht von unten wahnsinnig schnell aus. Da habe ich noch mit meinem Wagen aktuell Probleme, das so hinzukriegen. Meiner hat nicht so viel Lenken. Ja, auch Fabian ist weiter nach außen gekommen. Der lenkt schon echt 180 Grad Kurven, gar kein Problem. Hier sehen wir Dirk auch mit seinem Schuhmacher. Ja, genauso muss man die Ecke dann fahren. Man kommt hier außen lang, springt rüber. So nicht, das war schon wieder im Grunde ein bisschen schlechter. Man kommt hier außen, springt rüber und kommt halt, ja, jetzt schon wieder. Wer war das? Ich weiß es nicht. Ach, das war Frank. Ja. Da kann man auch schon viel Zeit sparen. Und wenn man das immer wieder macht und immer wieder Zeit spart, dann kommt man nur besser über die Strecke und bekommt auch mehr Runden hin. Das dauert bei mir immer ein bisschen länger. Lasst mich da noch zweimal fahren, dann kriege ich das auch alles so wunderbar hin. Und dann sieht das auch schon ein bisschen anders aus. Ich werde dann auch nicht mehr im C-Finale sein. Auch alle werden besser. Was ich nicht hoffe. Gut, das war das B-Finale. Gucken wir mal ganz kurz hinten rein. Ist das noch das B-Finale? Oh ne, da ist schon das A-Finale. Ja, da starte ich aber gleich eine andere Aufnahme. Wer gewonnen hat. Nee, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber Fabian war auch wieder irgendwo im Mittelfeld. Und dafür, dass er Sonntag auch erst angereist ist, war alles gut. Kann man gar nicht sagen. Super, super gefahren. So, dann machen wir das A-Finale an. Ich gucke mal ganz kurz, wo es ist. Thank you.
ja, da habe ich leider, ich glaube, das ist noch immer noch die erste Runde. Da ist gerade gestartet, da habe ich 5-6 Sekunden zu spät die Kamera angemacht. Übrigens, weswegen ich die Aufnahme, ich weiß nicht, was ich euch schon gesagt habe, weswegen ich die Aufnahmen von der GoPro nicht verwende oder so richtig zeigen will, ist, weil mich dieses Wabern nervt, was ihr vielleicht seht, dieses Flackern im Bild. So, deswegen werde ich jetzt einfach das versuchen abzukürzen, um ein paar Sachen dazu zu sagen und fertig, weil mich das unheimlich nervt. Die wenn man in der Halle selber fährt, ist es schnell genug. Ist es hell genug, sagen wir es so, ist man, ja, selbst mein Camcorder hatte Probleme, waren nicht die optimalen Verhältnisse. Er kommt damit besser klar, weil er nun mal die größere Linse hat, aber ja, die GoPro, die kleine Linse, das ist schon schwieriger. Hier vorne im gelben Schuhmacher sehen wir jetzt Armin, hinten gefolgt von Uli. Das ist immer eine Farbkombination, das ist einfach Uli, das erkennt man überall wieder, egal welches Auto er fährt. Im aktuellen Serpent Evo SDX, glaube ich, neueste Version. Kommt damit super klar, man hört aber nicht viel Gutes über die Serpent Buggies. War mir egal. Weil man sieht, er fährt. Ja, und es gibt genauso über den Techno geteilte Meinung, alle sagen, das ist ein Lehmauto, der hat auf dem Teppich nichts zu suchen. Ja, tut trotzdem nicht zur Sache, dass wenn man damit umgehen kann, auch im A-Finale vorne wegfahren kann. Also das ist nicht immer am Fahrer und nicht im Auto. Ne? Und solche Sprüche kommen auch meist von den X-Ray-Fahrern, muss man ja mal sagen. Die X-Ray-Fahrer haben nun mal ein anderes Denken. Und wie wir sehen, Ulis Auto geht hier super durchs Infield, der ist super auf die Strecke eingestellt. Klar, der ist auf der Strecke auch schon parkungs gefahren, der hat die Strecke ja mit aufgebaut und Uli ist ja auch Mitbetreiber des Minidroms. Klar ist der öfter da und kennt die Strecke. Klar findet man den dann im Affen. Ja. Ja, das orangene Auto, was jetzt gerade über zwei Ebene fährt und jetzt quasi da hinbleibt und hier vorne jetzt die Steilkurve fährt. Abgekürzt, Herr Eberding, das ist Stefan Eberding, Mitinhaber von LMI Racing, wo ich auch Teamfahrer bin. Und der fährt hier aktuell mit einem X-Ray XB4 2019. Auch gutes Auto und auch Eberding kann fahren, natürlich im A-Finale gelandet. Ich kenne es eigentlich gar nicht anders von ihm. Ich glaube, der Tag, an dem Eberding mal im B-Finale landet, den werde ich mir groß im Kalender anstreichen und ihn einmal richtig kräftig drücken. Ja. Die Brücke vor der Steilkurve, die wir jetzt hier, diese hier, die wird eventuell, wenn der Preis stimmt, ja, dieses Jahr, nee, 2020, das ist ja noch 2019, wir haben jetzt den 30.12.2019, wo ich das hier bearbeite. 2020 wird die eventuell, wenn der Preis stimmt, geändert durch ein Rittergost. ein Gitterrost. Damit man besser durchgucken kann. Stabilität soll da sein, eventuell auch leicht angeknickt in der Mitte, 15 Grad Winkel. Damit dass man auch beim Durchfahren darunter, weil es ist schon nicht, also es ist wirklich nicht viel Platz. Damit da auch ein bisschen mehr Platz ist und man halt durchgucken kann, was da drunter passiert, weil teilweise ist es echt, man rät, was passiert. Man schätzt ungefähr, wo man rauskommt. Klar fährt man sich darauf ein, aber es ist schon ein bisschen tricky. Man kann nicht wirklich durchgucken, gerade nicht vom Fahrerstand aus. Die zweite Ebene, da haben sie einen Balken weggenommen, hier in der Mitte. Ja, das war gut, weil man ja doch teilweise dann dagegen gefahren ist. Gleichzeitig haben sie das Ding dann an Ketten an der Decke abgehängt und das Netz hier gemacht. Die Netze, klar, die können einen Zeit rauben, wenn man falsch springt und dann dahin bleibt. Aber wenn man falsch springt, hat man einen Fahrfehler gemacht. Wenn man sich jetzt über die Netze beschwert, sorry, dann hast du einen Fahrfehler gemacht und fertig. Dann lebt damit. Gut. So. Ich finde die Netze gut, ich würde es so lassen, weil das Auto nun mal hängen bleibt. Das Auto erleidet einfach keinerlei Schäden, dadurch, dass es abgefangen wird. Das sind so Gumminetze. Ihr habt das vielleicht schon mittlerweile gesehen, zwischendurch.
Das sind so Gumminetze, da passiert das, das Auto bleibt hängen und der Helfer muss kommen und es wegräumen oder wieder auf die Fahrbahn stellen. Da geht einfach nichts kaputt. Das ist super. So, ich habe auch schon eine Situation jetzt am Wochenende erlebt, wo ich im Medien drin war, dass das Netz den Helfer beschützt hat, weil das Auto angeflogen kam und quasi dem Helfer voll ins Gesicht geflogen wäre, aber das Netz hat das Auto aufgefangen und wieder zurückgeschleudert und der Helfer hat das Auto einfach mal nicht ins Gesicht bekommen. Fabian der Brückentreu ist auch wieder unterwegs gewesen. Hat super geholfen, wenn sich mal ein Helfer dafür erbarmt, da drunter zu gehen. Armin, Fabian und ich haben das gemacht. Es hilft jedem, ne? Wenn es meiner macht. Klar sagt man, das sind Hunde. Es ist nicht körperlich einfach, da unten jetzt hinterher hin und her zu krabbeln. Aber ja. Gut. Derjenige, der gewonnen hat, war glaube ich der im weißen Buggy. Ich weiß nicht, welcher das war. Ich glaube, das ist auch ein Serben. Kenne ich nicht. Sorry, kenne ich nicht und macht doch nichts. Nun ja, wir machen jetzt das aus. Und das war's jetzt vom Minidrom für dieses Jahr für mich. Der Minidrom an sich hat viel Spaß gemacht. Außerhalb der Strecke war es wirklich, es war zwar ein bisschen kalt. Wird jetzt der Bildschirm wieder aufgenommen? Nein, der Bildschirm wird aufgenommen. Ich hoffe es. Es war zwar ein bisschen kalt, aber nun ja, das sind die Verhältnisse. Es wird geheizt, es dauert halt nur ein bisschen, bis es warm wird. Das ist kein Problem, einfach eine zweite Jacke anziehen. Mir war irgendwann wirklich warm. Ich habe schon fast T-Shirt angehabt, nur noch. War alles schön, alles gut. Hat mal wieder gut getan, die ganzen Jungs zu sehen von der Rennstrecke. Waren ja auch einige GT-Fahrer da, die einfach Buggy fahren im Winter. Das macht wirklich Spaß. Gut. Das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Jahr und ich werde auch wieder sicherlich mit den Jungs irgendwie nochmal Mini drum fahren. Da bin ich Bock drauf. Strecke macht wirklich Spaß. Strecke ist in einer super Qualität. Man muss nur ein bisschen üben und dann kommt man da auch durch. Gar kein Problem. Gut, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.